Frau Winkler, brauchen wir überhaupt Veränderung? Was soll sich in der Gesellschaft ändern? Sie können mir genauso gut die Frage stellen, brauchen wir Leben? Denn Leben ist Veränderung. Also jede Sekunde, jede Zehntelsekunde verändert sich unser Leben. Und durch das Licht, durch Bewegung etc. Und also es ist nicht die Frage, ob wir sie brauchen, sondern wie wir mit Veränderungen umgehen. Und das ist das Entscheidende. Und das ist gerade jetzt das Entscheidende, denn wir sind in einem dramatischen Veränderungsprozess aufgrund der Gleichzeitigkeit der Veränderungen in fast allen Lebensbereichen. Wir spüren es ja alle durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch den Klimawandel, die Veränderung von Rollen, von Männern und Frauen, Migration, Integration. Und alles kommt zu gleicher Zeit zusammen, in fast allen Lebensbereichen. Und das ist jetzt die Frage, wie wir damit also umgehen. Ob wir nur noch abwehren oder ob wir die Möglichkeiten, die mit dieser Situation verbunden sind, auch sehen und wahrnehmen. Viele Menschen fühlen sich dadurch verunsichert, weil sie spüren, das Alte geht immer mehr weg und das Neue ist noch nicht da. Und genau in dieser Situation sollte man eingreifen und die Menschen ansprechen, mit ihnen gemeinsam Perspektive entwickeln. Sie als Künstlerin sagen, Kunst kann gesellschaftliche Veränderungen unterstützen. Ja, ja? Kunst ist eine der größten Ressourcen bei Veränderungsprozessen, denn also Kunst ist ja verbunden, also einmal mit Perspektivenwechsel, zweitens mit Freiraum für Neues. Also wenn ich als Malerin vor dem weißen Papier stehe, ist das weiße Papier für mich das Faszinierende und nicht das, vor dem ich also nur abwehre. Kunst zeigt Sinn, vermittelt Sinn. Durch Kunst komme ich in einen Dialog mit Menschen, die anders denken und die anders fühlen. Kunst kann Zukunftsvisionen also vermitteln. Also Kunst gehört in einer solchen Situation in den Mittelpunkt gestellt und auch als Ressource begriffen. Eine Ihrer Aussagen ist ja, das Neue muss attraktiver werden sein als das Alte. Was meinen Sie damit? Ja, also Veränderungen widersprechen unserem Sicherheitsbedürfnis. Viele Menschen reden über Veränderungen, aber sie wollen überhaupt keine Veränderung, weil sie verunsichert sind. Und das ist auch total verständlich, denn das zentralste Bedürfnis in unserem Leben, das fundamentalste ist Sicherheit. Und Veränderung widerspricht unserer Sicherheit. Und daher brauche ich Zukunftsbilder, also Bilder von einer Zukunft, die attraktiver sind als die Abwehr, die mit jeder Veränderung einhergeht. Wir brauchen Energie für Veränderung. Das Kulturforum Warschau hat Sie 2019 eingeladen, zu diesem Thema zu wirken. Sie nannten es Zukunftsbilder für ein neues Wir. Was können wir da darunter verstehen? Ja, also einmal fehlt es uns an Zukunftsbildern und zweitens ist das Wir in unserer Gesellschaft immer mehr verschwunden. Und in dem Wir, in dem Gemeinsamen, liegt eine besondere Kraft. Das Wir, das Gemeinsame, macht uns glücklicher und in der Regel auch erfolgreicher. Und in Warschau habe ich eben Kunst mit Dialog verbunden. Also es gab eine Ausstellung, in der ich meine Arbeiten zeigte. Ich male ja sehr häufig auf Papier und rolle Papier ein. Ich rolle es auf, hänge es an die Decke, stelle es auf den Boden, nagel es also an die Wand, was auch immer. Und ich habe also meine Werke gezeigt, die auch eine Verbindung zu gesellschaftlichen Veränderungsprozessen haben. Und als weiteres Element gab es aber auch eine Interaktion mit den Besucherinnen und Besuchern,
Ich habe kleine Werke von mir zur Verfügung gestellt und jeden Besucher und jede Besucherin gebeten, doch auf dieses kleine Werk von mir ihren Wunsch, ihren Traum nach einem Zukunftsbild zu formulieren, drauf zu zeichnen, drauf zu schreiben. Und es kam in die Zukunftsbox und wurde installiert. Und so etwas Ähnliches wird es auch in Bruck an der Mur in der Steiermark jetzt bald geben und in Temeschwar. Temeschwar ist 2021 die Kulturhauptstadt von Europa, das heißt also lokal, ländlich und gleichzeitig europäisch. Wie können wir in Österreich als Gesellschaft in eine gute Zukunft gehen? Also ich glaube, erstmal Vertrauen haben. Österreich ist immens viel gelungen. Es hat sich von einem riesen Imperium zu einem sehr lebendigen Land in der Europäischen Union also entwickelt. Es ist im Herzen von Europa. Der Dialog mit Andersdenkenden gelingt also auch immer mehr. Und aber nicht nur reden, sondern auch tun. Und gemeinsame Bilder entwickeln, wie wir sinnvoller, lustvoller, lebendiger zusammenleben können.